So, Verkleidung freigeschaltet. Wo kann der Typ hin? Oho. Stecken wir den einfach in so ein Pissbecken? Merkt keiner. Okay, die Verkleidung haben wir. Wir können einfach hier reingehen, würde ich sagen. Fuck, wohin mit der Leiche? Ein Pömpel! Jawohl! Stecken wir voll einem Gesicht und dann immer saugen, saugen, saugen. Solange bis er es nicht mehr abkriegt vom Gesicht. Oh, herrlich. Das Ding ist sicher voller Scheiße. Stecken wir ihn hier auf dem Klo. Ich glaube ja nicht, dass hier einer vorbeikommt. Wow! What the hell? Ging die Tür ab. Das ist ein netter Bug. Den Pömpel behalte ich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann jemanden voll ins Gesicht stecken. Definitiv einer der lustigsten Momente dann 2012. Gucken wir mal. Hier ist gar keiner. Checken wir mal die Lage. Was haben wir denn hier? Ein Beweis. Jawohl. Haben wir die Punkte für die Leiche in Anführungsstrichen wieder. Der Polizei, ja? Nur den Beweis? Ah, und schon sind wir im Club. Die Verkleidung will uns aber trotzdem helfen. Für diese Tür braucht man eine Schlüsselkarte. Toll. Komm schon. Das ist 17 Jahre her. Wir hätten eigentlich auch die Verkleidung uns sparen können, ehrlich gesagt. Weil jetzt können wir uns die ganze Zeit verstecken. Oh shit, ey. Wir müssen zum Barkeeper. Ah, das dachte ich mir schon. Aber hier kommen wir gut vorbei. Okay, läuft ganz gut. Barkeeper ist auch nicht mehr weit. Mal kurz verstecken. Okay, dann spuck mal aus. Lenny. Beim Friseur. Jeden Tag um Schlag 12. Hey, Kumpel. Was macht das Landleben? Sind die Leute nett zu Ihnen? Gehen Sie bei Gelegenheit mal in McGarmans Waffenladen. Hab ein kleines Geschenk für Sie. Hört sich gut an. Nur, dass du bald ins Gras beißen wirst. Okay, das war schon die Mission? Wow. Ich hoffe, das war nur ein Teil der Mission. Great Balls of Fire. Das wird Sie interessieren. Sogar sehr interessieren. Was? Ein Geschenk von einem alten Kontakt. Er war einige Jahre unsichtbar. Codename Birdie. Wenn ich den Codenamen Birdie hätte, würde ich auch anzwitschern. Was er will. Finden Sie 47, egal wie. Unglaublich. Birdie arbeitet auch noch für die Agency. Birdies Gift. Hier sind wir auch schon. Frisch herausgeputzt. Die sind unvergreiflich. Das sind meine. Nur wenn
Sie die Quittung haben? Ich könnte sie mir nehmen. Sie sehen nicht aus wie ein Dieb. Diebstahl wäre es nicht. Tja. Ich sag Ihnen was. Schießen Sie besser als ein Mädchen, verkaufe ich Sie. Meinen Sie denn, Sie kriegen das hin? Das kommt ganz auf das Mädchen. Die Auge hätte keine Chance gegen meine Mimi. Mal sehen, was sie kann. Die Silverballers holen, jawohl. 47 Signature-Waffen. Wird doch nicht Zeit, dass wir die bekommen. Und wie sind die da hingekommen? Ja, stimmt, das ist eine. Oh, hey, die Cowboy. Dann wollen Sie gegen mich antreten? Oh yeah, Baby. Suchen Sie sich dort im Laden erstmal eine Waffe aus, die Ihnen gefällt. Sobald Sie eine gefunden haben, kommen Sie wieder her und verlieren gegen mich. Munition haben wir genug. Solange Sie bei mir sind, können Sie sich austoben. Das glaube ich. Okay, wir können entweder am Wettbewerb teilnehmen, was die leichtere Lösung wäre. Gut, wir müssen den immerhin gewinnen, aber... Haben Sie auch Schrotpatronen? Ich denke, die leichteste Lösung. Schauen wir uns mal um. Da leuchtet irgendwas. Dürfte eine Karte sein? Gehen wir mal stark von aus. Okay. Sehen wir uns mal um. Ist irgendwo noch ein Raum oder so? Ja, hier können wir noch rein. Ah, da kommen wir durch. Oh, Lenny. Der Idiot. Ein behinderter Gangster. Extrem geil. Okay, wir sind safe. Aber... Okay, wow, natürliche Kombination. Die muss hier irgendwo rumliegen. Tut sie natürlich nicht. Fuck. Letztes Mal lag die nämlich einfach so rum. Also bei der letzten Mission. Na gut, gehen wir zurück. Wer könnte die Kombination haben? Ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, die Crew? Oder der Ladenbesitzer? Oder beide? Keine Ahnung. Shit. Da ist er! Er geht da rein. Wir sollten ihm folgen. Wo geht er hin? Ja, Crew-Bereich, klar. Personalbereich. Ah, okay, wir brauchen die Schlüsselkarte. Die gehört jetzt mir. Irgendwer ist da im Raum. Der Alte! Zugriff! Oh, schon was fallen gelassen. Sorry! Da haben wir das Notizbuch mit der Kombination. Haha. Doch wie geschmiert. Verstecken wir ihn. So kriegen wir keine Minuspunkte. Ah, die Stimme von dem ist schon creepy. Kann einmal durch den Hals rauchen, einmal durch den Mund. Oder durch beide Öffnungen. Kann aber auch sein, dass er Kehlkopfkrebs hat. Sowas kann auch passieren. Oder viel mehr hatte. Ich habe ehrlich gesagt auch schon mal so eine. Ich bin auch schon mal so einer Person begegnet. Am Anfang ist es echt creepy, wirklich. Aber man gewöhnt sich dran. Kann halt passieren, so ein Scheiß. Okay, feindliches Gebiet. Hier ist nichts. Können wir... Ja, wir können da runter. Warum sollten wir hier runter können? Können wir vielleicht die... ganzen... Dinger hier manipulieren? Glaub nicht. Oh, mit der Kanone vielleicht. Ah, können wir nicht alles zum Club ballern? Nö. Schade. Dann gehen wir mal hier runter. Okay, was haben wir hier? Okay, da brauchen wir auf jeden Fall die Schlüsselkarte für. Perfekt. Mal ein bisschen weiter. Kasau TRG. Nehmen wir mit. Perfekt. Jetzt
Jetzt gehen wir ganz schnell da mal rein. Ja, brauchen wir die Schlüsselkarte für. Und sie sammeln für dich. Was haben wir denn hier? Dem Opa seine geheime Wichshöhle? Oh, da liegt das Notizbuch. Nochmal, wir hätten den Opa gar nicht ausschalten müssen. Und ein Beweis. Klasse. Noch was? Ultramax. Holy moly. Okay. Und ein Benzinkanister. Oh, gut. Wofür auch immer wir den brauchen. Ich sag ja, der hält hier irgendjemanden fest. Klopapier. Boah, der Typ ist creepy. Hätte wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Kommen wir mal wieder hoch. Okay. Jetzt müssen wir nur noch zum Safe kommen. Ich hoffe, ich komme an dem Crewmitglied vorbei. Wagen wir es einfach. Alles klar. Kein Problem. Schnell zum Safe. Vielleicht sind die Dinger da sogar drin und da vorne liegen nur Attrappen oder so. Kann gut sein. Okay, ist hier keiner? Vorsichtig. Nope. Machen wir den Safe offen. Na, was haben wir drin? Schlüssel. Garantiert für die Vitrine. Hundertprozentig. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir die Crew da wegkriegen. Beziehungsweise keiner darf mich so wirklich dabei beobachten. Boah, keine Ahnung, wo ich das anstelle. Da kann ich ultra bei failen. Croft. Lara Crofts Signature-Waffe wird hier verkauft. Die machen Millionen damit. Okay, der Typ steht immer noch da. Ja, Metallrohr. Ah. Müssen den da irgendwie weglocken. Am besten... Was läuft denn so? Ah, ich habe eine Idee. Den irgendwie ausschalten, seine Kleidung mopsen und dann können wir wahrscheinlich ein bisschen besser hier operieren. Wenn wir verdächtig werden, switchen wir natürlich zurück. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Radio. Okay, bevor die Alte mich dann noch sieht. Bauen wir mal das Radio hier im Zimmer auf, keine Ahnung. Vielleicht hört er das ja von hier. Ja, hier ist gut. Ja, er hat's gehört. Nee, gar nicht. Der hat's gar nicht gehört. Die von draußen haben's gehört. Crap. Er kommt jetzt den ganzen Weg hier rumgelaufen. Ach. Ah. Habe ich nie mit gerechnet, egal. Ich kann den Typen schlecht da vorne ausschalten, weil die guckt ja genau da rein. Ist das Problem. So, mach das Radio aus, hau wieder ab. Ist wieder alles sicher. Dass der hier einfach so rein darf. Er wundert sich aber nicht über den Benzinkanister. Okay, wo könnte ich das Radio aufbauen? Gott. So, dass er davon auch mitkriegt und dass die mich nicht sieht. Wenn ich das beide hier noch reinlatschen oder so, das wäre ja richtig dumm. Ich baue das Radio mal hier oben auf und renne ganz schnell runter. Vielleicht bringt das ja was. Der muss es irgendwie hören. Der hat mich gesehen. Hohoho, ich bin schon weg. Schnell, 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 schnell. Bleib erstmal hinter ihm. Er hat das eingeschaltet. Ich! Gute Nacht. Sache der... Wollte schon sagen, der Typ. Sache, das Mädchen da unten bleibt stehen. Ich denke, hier kommt keiner hoch.